Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Toffis Kanal und es geht weiter mit unserem Städtebauspiel Cities Skylines. Ja, wir sind dabei, ein weiteres oder beziehungsweise in dieser Folge sogar zwei weitere Wohnviertel zu beginnen und weiterzubauen. Wir brauchen unbedingt Wohnraum. Das ist klar. Hier haben wir ein zweites Univiertel erstellt beim letzten Mal. Und jetzt geht es dabei darum, hier dieses Univiertel ein bisschen zu gestalten. Ich habe mir da zum Beispiel auch vorgestellt, hier unter anderem auch Sporteinrichtungen, wie zum Beispiel hier die Basketballplätze mit reinzusetzen. Und auf der anderen Seite der Autobahn mit der Brücke hier verbunden, da plane ich dann schon das nächste Wohnviertel, was dann auch ja, über diese Brücke dann auch ja, mit der Uni, mit dem Unicampus-Gelände entsprechend kurz verbunden sein wird. Hier setze ich aus dem neuen Wohnviertel, da sind die Straßen ja auch soweit schon angelegt, hier noch eine Brücke drüber, damit auch ja, über die Autobahn zu Fuß gegangen werden kann. Und jetzt planen wir schon so ein bisschen hier dieses nächste Wohnviertel mit einem U-Bahn-Anschluss für den Unicampus eben gedacht, dass dort ja die U-Bahn des Unicampus auch hier mit reingrätschen kann sozusagen. Ich grenze ja immer gerne zur Autobahn hin, die Wohnflächen mit Gewerbe oder Polizei, Krankenhäusern, solchen Dingen ab. In dem Fall habe ich dann hier zum Beispiel eben die U-Bahn-Station, die dann als Abgrenzung hier zu der großen Autobahn dient. Und damit verhindere ich einfach, dass eine Lärmbelästigung in den Bereich der Wohnviertel reinkommt, was immer wieder zu Ärger und zu Krankheiten führt. Insofern ist das so die Idee. Ja, das Ganze haben wir auch schon ansprechend an die vorhandene U-Bahn-Linienführung angeschlossen. Und gut, hier habe ich noch ein bisschen verfeinert nochmal. Hier habe ich noch einen Wendehammer mit eingebaut am Ende der Straße und dann geht es hier in den U-Bahn-Bereich hinein. Ja, so sieht die U-Bahn-Anlage aus. Da steht auch schon eine Bahn drin. Und das kann man, wie gesagt, in der Nähe der Autobahn ist das da. Hier kein Problem. Wohnhäuser wären jetzt hier tatsächlich schwierig. So, jetzt gucken wir nochmal ins Wohnviertel Univiertel 2 hinein, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt hier. Hier habe ich ein Busdepot mit eingebaut, habe auch in die beiden neuen Wohnviertel jetzt hier auch Buslinien eingesetzt, die dann auch bis zum Campus führen. Ja, und Wegeflächen brauchen wir im neuen Viertel natürlich auch. Da wo so ein bisschen Freifläche zwischen ist, da setze ich ganz gerne Wegeflächen rein. In dem Falle soll das jetzt dazu führen, dass eben hier auf dem Bereich der Basketballplätze diese Wege hinführen, um das Ganze halt so ein bisschen ja, freizeitmäßig aussehen zu lassen. Ja, und dann können wir auch die weiteren Wohnflächen hier freigeben. Außenrum habe ich jetzt auch hier wiederum, man sieht das hier unten, die blauen Felder Gewerbe genommen und hier kommen jetzt die Wohnflächen rein. So, jetzt kümmern wir uns mal um das Wohnviertel hier unten, wo wir die Straßenflächen ja schon angelegt haben. Der Perlenplatz, den werden wir natürlich umbenennen und das Ganze bekommt den Titel Viertel vor 9. Und ich habe mir dann noch überlegt, ich setze hier oben nochmal zur Autobahnabgrenzung hin, auch ein Gewerbegebiet. Und da habe ich mich entschieden, das Modern City Center nochmal zu bauen. Wie ich das ja auch schon zweimal habe, dieser Wohnstil oder Gebäudestil gefällt mir ganz gut. Und da sieht es einfach ein bisschen anders aus. Also insofern habe ich mich da entschieden, hier wieder zur Abgrenzung zur Autobahn jetzt hier oben diesen Streifen nochmal als Modern City Center zu bauen. Hier am Bahnhof dann noch ein paar kleine Flächen, Gewerbeflächen und Büroflächen. Auch hier unten zum Fluss hinunter. So ein bisschen Abgrenzung zur Autobahn wieder. Und ja, so haben wir die Flächen auch ganz gut genutzt. Und natürlich brauchen wir im gesamten Gebiet hier ja, Polizei, Feuerwehr, die typischen Dienstleistungsgebäude, die wir dann immer so reinsetzen. Ein Krankenhaus habe ich mir gedacht, hier noch da mal direkt am Fluss. Ist vielleicht ganz schick, so die Seeklinik oder sowas oder die River Klinik oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, und Schulen selbstverständlich auch. Ich habe jetzt in dem großen Gebiet, weil da doch ein paar mehr Gebäude entstehen werden, habe ich jetzt mich für 2 Grund- und 2 Oberschulen entschieden. Und hier am Ende, da werde ich jetzt wiederum so diese Facility reinbauen. Das heißt, wie jetzt hier zum Beispiel die Krematorien bzw. auch die Müllentsorgung. Das Ganze dann noch ein bisschen aufhübschen. Und ja, ich mache das jetzt mittlerweile ganz gerne. Das werde ich in der gesamten Stadt auch noch mal ein bisschen nachholen, dass ich jetzt hier so einen Bereich, den ich jetzt nicht weiter bebauen werde, aber einfach nur plan dort Pflanzen hinsetzen, finde ich ein bisschen zu langweilig. Insofern werde ich dann doch ein bisschen die Geländeebenen ein bisschen anpassen und so ein bisschen undulieren, damit das nicht ganz so platt aussieht. Ja, zwischen die Autobahnen können auch gerne ein paar Sträucher, wie das auch so üblich ist. Und jetzt können wir hier in dem neuen Wohnviertel auch die ersten Flächen freigeben, sodass da auch Gebäude entstehen können. Hier werde ich überwiegend mit dem dichtbesiedelten arbeiten, oder nicht überwiegend, nur mit dem dichtbesiedelten Gebäuden arbeiten. Hier soll also Wir brauchen einfach Leute, wir brauchen Bewohner und insofern brauchen wir auch entsprechend größere Häuser. Für den Notfall natürlich auch vorsorgen, klar, also der Katastrophenschutz darf hier nicht zu kurz kommen. Ja, so sieht das Ganze jetzt ein bisschen aus, also 8:45 mit dem MCC, also dem Modern City Center, und rechts oben das Univiertel, was dann über die Brücke, wie gesagt, eben zum Campus angeschlossen sein wird. Ja, und jetzt können wir hier an der Seeseite schon mal ein paar Gebäudeflächen auch freigeben. So hat sich das Univiertel schon ganz gut gemacht, finde ich. Sieht ganz gut aus. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, weil ich habe ja noch eine riesengroße, was heißt riesengroß ist es auch nicht, aber diese freie Fläche, die zwischen der großen Autobahn, Stadtautobahn und dem Unicampus ist. Man sieht das gleich nochmal. Ich habe noch keine so richtige Idee, was ich damit machen werde. Deswegen habe ich erstmal eine Wegefläche mit eingezeichnet, um die verschiedenen Stadtviertel miteinander und der Uni um miteinander zu verbinden. Die Brücke geht auch jetzt noch nach oben, zu den anderen Stadtvierteln nach oben. Das werde ich gleich noch bauen, um da auch einen Gehweg zu haben, quasi für Studierende, die dann von einem Viertel, auch nicht nur für die Studierenden, sondern für alle von einem Viertel zum anderen kommen können. So ist der Gedanke jetzt dabei. Auch hier die Autobahnüberquerung mit der Fußgängerbrücke. Und so können auch die Fußgänger dann eben von einem Viertel ins nächste ganz einfach überwechseln. Die Fußgängerwege und Brücken werden schon extrem gut genutzt, stelle ich immer wieder fest. Und es sieht dann einfach auch lebendig aus, weil dann da wirklich sehr viele Leute drüber laufen. Gucken, wie es hier dann aussieht, ob das hier dann auch passiert. Aber gut, das werden wir dann einfach sehen. Oben haben wir so ein bisschen das europäisch gestaltete Viertel. Ja, und jetzt ist der Parkplatz am Campus, also an der Basketballarena und an dem Footballstadion. Die eine Hälfte zumindest schon mal fertig. Da habe ich ja lange für gekämpft. Am Airport, die Parkplätze sind immer noch nicht fertig. Aber den habe ich jetzt schon mal, deswegen setze ich hier noch eine kleine Straße als Abgrenzung mit rein, damit der Parkplatz eben von den Seiten auch befahren werden kann. Ja, und jetzt hoffe ich, dass die rechte Hälfte auch noch fertig wird. Und dann haben wir auch eine schöne Parking Area. Ja, so sieht das die Skyline jetzt von hier aus schon mal aus. Das sieht ganz, ganz nett aus, finde ich. Und ja, wir werfen jetzt nochmal einen Blick rein in das, was wir so gerade gebaut haben. Oder in die Stadt allgemein nochmal. Es regnet natürlich wie immer, es blitzt und donnert auch wie immer. Das ist ja, das kennt man schon bei unserer Stadt hier beim Megacampus. Verkehr läuft gut, muss ich sagen. Das läuft ganz prima. Ja, das war es erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Über ein Abo, das wisst ihr auch. Freue ich mich natürlich auch sehr gerne. Natürlich, lasst es bitte da. Und ansonsten, ja, sehen wir uns einfach bei einem der nächsten Videos. Tschüss, euer Thomas.